So, dann machen wir gleich weiter. Wir haben jetzt hier gerade angefangen, die Einzelhaft neu also eine neue Einzelhaftbereich zu machen, da wir jetzt doch relativ viele Häftlinge haben und auch ziemlich viel dementsprechend auch mal in die Einzelhaft müssten. Setzen wir jetzt einfach mal hier ein paar neue Zellenblöcke hin, also ein paar neue Einzelhaftzellen rein, wo hier natürlich auch einer rumrennen darf permanent. Wir haben gesagt, ich baue jetzt mal einen größeren Bereich, ein größeres Fundament. Da kommt gleich ein paar Sachen rein, wo die Zufriedenheit meiner Häftlinge dann auch gleich etwas mehr steigert. Deswegen auch gleich zwei Türen, weil das werden zwei komplett unterschiedliche Bereiche. Wir werden einmal den Laden, einmal den Postraum und noch einmal die Bücherei bauen. Das machen wir dann alles hier in dem Bereich nachher hin. Ja, müssen wir gucken, wie ich das dann eventuell gleich nochmal anders einteile. Oder ob mir dann den Laden eventuell durch einen anderen Bereich betreten kann. Versorgung mit Strom natürlich. So und so. Und dann machen wir mal hier, beziehungsweise wir können ja hier sagen, den Laden im hinteren Bereich und die Bücherei im vorderen Bereich. So, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier drüben den Postraum. Ja, aber da ist so falsch. So, das da muss nochmal weg. Der Postraum, da haben sie nämlich eine Mauer vergessen. Eine ganze Mauer gleich. Das gefällt mir natürlich nicht. Warum auch immer. In dem Postraum müssen natürlich auch verschiedene Sachen rein. Wir brauchen in dem Postraum einen oder mehrere Tische, würde ich da mal sagen. Und auch mehrere Sortiertische. Für den Raum brauchen die natürlich auch dann auch dementsprechend auch die Grundbildungen und so weiter, was ich da alles gemacht habe. Und das werden wir dann nachher sehen, dass sie dann da auch nachher anfangen können zu arbeiten. Das müssen wir natürlich auch noch sagen. Da stellen wir jetzt hier mal 10 Leute ein. Dann würde ich sagen, bauen wir als nächstes den Laden. Der ist dann nachher hier. Und dann noch die Bücherei. Die ist dann hier. Den Laden, in den Laden kommt so eine Verkaufsfront rein, die habe ich am Anfang erstmal gar nicht geschnallt. Dann brauchen die natürlich auch Ladenregale, die setze ich so immer im hinteren Bereich rein und auch zwei Tische. Und in der Bücherei brauchen die auch natürlich erstmal, halt, die darf ich nicht dahin setzen, brauchen die natürlich auch Bücherregale und dann auch meistens so ein Bereich, da können die Leute auch drin arbeiten. Hier habe ich meistens so immer so 4 Leute gleichzeitig drin arbeiten, hier im Postraum. Da kriegen die dann die Häftlinge dann auch dementsprechend ihre Post, steigert die Zufriedenheit und alles perfekt. Ja, wir sehen jetzt hier der Laden, der wird nachher auch gleich noch dementsprechend ausgerüstet. Und ja, damit es hier oben dann auch gleich weitergeht mit dem Ausbau der Zellen, starten wir jetzt damit auch gleich. Da würde ich jetzt mal hier unten die Unterkante nehmen wollen. So. Und da wir jetzt gerade noch ein bisschen Geld haben, auch gleich damit starten, die nächsten Zellen zu bauen, dass wir dann nachher auch auf die 100er Marke kommen. Lass mir mal 3 Platz. So, und wir sehen, jetzt haben wir wieder zu wenig Geld. Wir brauchen aber eigentlich trotzdem noch die Wasseranschlüsse. Die machen wir jetzt erstmal nur so. Und
Erstmal nur so und dann gucken wir mal, wie weit wir hier kommen. Ja, boah, kommt schon ganz schön weit. Dann aber wahrscheinlich zwei Seiten mit den dicken Leitungen brauchen. Wie wir es hier drüben auch hatten. Aber das müssen wir dann hier erstmal so rumfahren. Ja, das wird dann sich demnächst irgendwann ergeben. Ja, um hier arbeiten zu können in den Bereichen, brauchen die halt eben die Ausbildungen. Und das kriegen die ja bei mir. So, dann fangen wir hier gleich an. Direkt schon die Hundeführer einzustellen, der hier nachher patrouilliert. Einmal hier außen rum, um dementsprechend dann auch die Schmuggelware zu finden, die dann eventuell irgendwann mal aufsteigen sollte. Wir stellen jetzt bloß hier auch mal einen ein, weil hier die Häftlinge auch manchmal durch wollen. Wobei wir da auch sagen können, dass sie das nicht sollen, indem wir jetzt einfach sagen, der Bereich wird nur für Personal zugänglich. Das heißt, sie müssen da ganz schnell raus. Sonst gibt es für die da ein paar Probleme. Warum die Hundeführerin da jetzt nicht durchkommt? Achso, okay, jetzt kommen die Häftlinge da nicht mehr rein, also ist der Raum nicht mehr dafür geeignet. Okay. Da muss es wohl ein Allgemeintrakt sein. Oder? Ach doch, jetzt. Okay. Haben wir jetzt hier oben schon gesagt, dass da Häftlinge arbeiten dürfen? Jawohl. Das haben wir. Aber dann gucken wir gleich mal hier, dass wir hier die Wasserversorgung gleich noch ein bisschen weiter hochgelegt bekommen von der Seite aus. Weil die Seite nicht reichen wird wahrscheinlich, um durch alle Zellen durchzugehen. Genau. Ja, die Zwinger reichen aus, weil es sind ja auch nicht immer gleichzeitig alle da. Genau, wir sehen jetzt dann auch hier sollen dementsprechend auch immer 10 Stück das dann auch abschließen. Das können wir dann hier sehen. Hier haben 24 haben den beendet und 28 bestanden. Dann gucken wir mal, Grundausbildung haben wir bisher nur die Interessierten. Das heißt, es kam noch nicht zu einem Abschluss. Wahrscheinlich kam da der Lehrer nicht durch. Das ist meistens so mit einer der Hauptgründe, würde ich das mal nennen jetzt. Natürlich, was ich auch jetzt ganz vergessen habe, ist die Stromversorgung der Zellen. Der Hund hat jetzt natürlich was gerochen im Klo. Das muss jetzt natürlich erstmal durchsucht werden, ist aber nichts gefunden worden. Falscher Alarm. Und in einer Stunde kommen dann weitere 10 neue Häftlinge, die dann Geld bringen, um deren weitere Zellen dann auch direkt dann zu bauen. Und ich vermute mal dann, wenn die Zellen hier alle fertig sind, dass wir dann auch auf die 100 Zellen kommen. Und dann auch gleich noch einen neuen Zufluss bekommen dürften. Ja, und zwar kamen die jetzt. Das heißt, wir können jetzt hier... Ah, wobei, guck mal, die Wasserversorgung hat doch schon direkt gereicht. Aber das ist mir jetzt trotzdem so lieber. Jetzt brauchen wir bloß noch hier dann dementsprechend auch die Stromversorgung. Die legen wir dieses Mal so. Und ja, lassen die dann auch gleich voll die Zellen fertig bauen. Wobei ich dann gleich sagen muss, dass ich dann hier gleich gerne, weil ich sehe, dass mir nämlich noch genau 2 Zellen fehlen, um die 100 zu kriegen. Sehen wir hier natürlich eine Lehrerin, die unterrichtet. Und hier oben ist ein Lehrer, der eben die Häftlinge dementsprechend aktuell ist Grundbildung. Unterrichtet, dass die Häftlinge dann
eben dementsprechend auch dann da auch arbeiten können. Ja, der hier sortiert da hinten die Ladenregale ein, wo die Häftlinge sich dann dementsprechend Sachen kaufen können. Hier sehen wir, ja, so leicht verpixelt, ein, ja, wahrscheinlich ein etwas anstößigeres Magazin. Daneben sieht es aus wie ein, das hier wird die Zeitung sein, ein Kartenspiel. Neben dann wahrscheinlich ein Weltraum oder ein Forschungsbuch, sowas wie die Welt der Wunder oder sowas. Und die verkaufen hier dann dementsprechend die Sachen. Und ja, hier in der Bücherei können sie sich dann die Sachen ausleihen und eben dann lesen und auch wieder zurückbringen, wie es halt bei einer Bücherei halt so üblich ist. Würde ich jetzt halt mal so sagen. Bei mir an der Berufsschule konnte man dann die Bücher auch nach einer gewissen Zeit dann irgendwann auch mal kaufen. Also man hat verlängern können. Hat dann bei meiner Bücherei 2 Euro gekostet. Und da war es dann auch so, dass dann die Bücher, wenn es jetzt nicht unbedingt jetzt gerade, ja, mehr die schönsten Bücher, würde ich jetzt mal sagen, sind, konnte man dann die Bücher irgendwann dann auch einfach mal käuflich erwerben, meistens für 5, 6 Euro, je nachdem, was es ist, dann auch kaufen. Gab natürlich auch so Spiele und sowas, aber es waren dann meistens auch so Spiele, ja, die hat kein Mensch mehr gespielt. Die waren auch nicht mehr wirklich so die neuesten. Das Schlimmste war meistens auch, wenn CDs verkratzt waren. Und so, die wahrscheinlich auch noch gar nicht mehr gelesen werden konnten. Ich sehe, dass da unten der Hof relativ überfüllt ist. Da würde ich sagen, setzen wir jetzt hier unten einfach mal, hier unten mitten rein. Mitten so in den Bereich hier rein. Einfach mal einen weiteren Hof, wo wir natürlich erstmal hier noch eine Personaltüre brauchen, weil der Bereich sonst nicht zugänglich ist. Und hier eine normale Türe. Und wir dann sagen, dass das hier ein weiterer Hof wird, dass der nicht da oben so extrem überlastet ist. Und da kommen dann natürlich auch Telefonzellen rein. Und auch ein paar Muckibuden-Hanteln mehr. Hier unten haben wir auch eigentlich nur relativ wenige davon. Da stellen wir dann auch nochmal 3 mehr auf und nochmal 2 Telefone mehr. Was sehen wir hier? Hier ist ein Tunnel. Warum auch immer hier ein Tunnel ist, der noch aufgegraben ist. Aber ich würde mal sagen, zum Schluss der Folge machen wir nochmal eine Razzia. Und dann sehen wir mal, was wir jetzt noch so alles Schönes finden. Wir sehen natürlich, desto mehr Zellen wir auch haben, desto mehr desto mehr Ge Stellen haben die, wo durchsucht werden müssen. Ja, an den ganzen blinkenden Teilen sehen wir immer die ganzen Stellen, die durchsucht werden müssen. Sind natürlich in den Zellen die Toiletten und unters Bett. Und auch hier, die wurden gerade schon durchsucht. Normalerweise hier die ganzen Sachen noch. Im Postraum wird alles durchsucht. Hier die Laden werden durchsucht und so weiter. Dass dann da auch alles im grünen Bereich ist. Bloß jetzt habe ich hier einen Fehler gemacht. Ich habe jetzt hier der Einsatzkraft Hundepatrouille hier den Weg perfekt abgeschnitten. Den werden wir jetzt anders setzen müssen, aber da die meistens eh in direkten Weg nach draußen abhauen, reicht es, wenn ich den hier eigentlich so setze, dass hier zwischen dementsprechend gesucht wird. Das sollte vollkommen ausreichen. Wir haben wieder genug Geld, um auch ein paar mehr Wärter einzustellen. Und auch um noch ein paar Zellen zu bauen. Ich hoffe, die Razzia geht jetzt noch
relativ zügig von der Hand. Ich würde sagen, bis die Zellen gebaut sind, mache ich die Folge noch. Und wenn dann die Zellen dann soweit fertig sein sollten, das muss ich mir bloß immer gleich angucken, weil das könnten meistens wirklich direkt Dings sein. Ein Tunnel. So haben wir natürlich auch schon wieder einen gefunden. Bis die Zellen hier fertig gebaut sind, würde ich sagen, mache ich die Folge noch. Wir sind zwar jetzt schon drüber, aber die Folge davor war auch schon leicht drüber, und ob die Folge jetzt nun 15 Minuten oder naja, 16, 17, 18 Minuten lang ist, da wollen wir uns jetzt mal nicht groß dran aufreizen. Hauptsache, wir haben alle Spaß an dem Projekt. Ja, jetzt haben wir aber hier gesehen, Zellenblock D, steigern Sie Ihre Kapazität auf 200. Nehmen wir sofort an. Das da können wir auch gleich annehmen. Das wird wahrscheinlich dann auch in der nächsten Zeit dann gleich sein, dass wir 30 Nummernschilder herstellen sollen. Die Kapazität auf 200 Zellenblöcke erreichen sollen. Das ist ja auch schon fast über die Hälfte gemacht. Und ja, diese Kurse, das interessiert mich jetzt mal nur kurz, ob die da nicht eventuell auch schon welche was beendet haben. Sieht noch nicht so aus. Aber das dauert meistens so. Das ist meistens nicht so wie der Tischlerlehrgang, dass der dann auch relativ gleich fertig ist. So, jetzt fehlt hier eigentlich nicht mehr viel, außer Strom und an einer Stelle Wasser. Aber das ist, glaube ich, jetzt auch schon gelegt. Und ja, die Razzia war wohl erfolgreich. Wir haben einen Ausbruchversuch gefunden. Einen Häftling, der da ein bisschen stiften gehen wollte. Wir sehen immer noch ein bisschen etwas überfordertes Personalmanagement. Das heißt, wir stellen jetzt mal weitere ein, um dann einfach direkt zu sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, die dann am Sonntag kommen müsste, am Sonntag in der Woche. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns. Tschö mit euch.